Na hallöchen, willkommen zurück bei World of Warcraft The War Within. Ich muss gerade mal hier Schublade zumachen. Wir sind nochmal im Hauptmenü, weil guck mal hier unten. Rücken. Wegen Bag, versteht ihr? Ich bin mal gespannt, wann das gefixt wird, gepatcht wird, korrigiert wird. Gut, willkommen zurück bei The War Within. Wir gehen mal direkt rein. Und ja, es ist doch der erste Tag, nachdem wir gestern ja gestreamt haben, weil ich hatte auch meinen Greenscreen noch unten und dachte vorhin, ja komm, mach's einfach nochmal ein Streamchen zu The War Within. Ich habe parallel, was ich gestern meinte, was ich eigentlich heute streamen wollte, ist nämlich Shadow of the Erdtree. Aber ich bin da jetzt kurz vom Ende. Also wir sind da jetzt kurz davor, das DLC abzuschließen. Das war eine so geile Erfahrung. Also wirklich Elden Ring, Shadow of the Erdtree muss man gespielt haben. Super, super toll. Übrigens, ich habe gestern gelesen, man kann ganz schnell seine Punkte sammeln, indem man hier den Schmiedemeister besiegt. Der droppt zwischen 1 und 70 von unseren wunderschönen Sturmgeistern. Ja. Gerade niemand. Niemand hier. Oh. Belagert die Drachenflugfestung, müssen wir noch machen. Ja, ist eh wieder vorbei. Also das ist wirklich innerhalb von 5 Minuten vorbei. Also ein Punkt, müssen wir was machen. Ja, jedenfalls habe ich gedacht, wir machen heute einfach nochmal ein bisschen The War Within. Gucken nochmal rein, machen vielleicht einen Raid. Vielleicht spielen wir gleich auch noch ein bisschen Elden Ring. Aber ich vermute mal, wir machen ein, zwei Stündchen diese hier. Und dann ist auch gut. Können wir lieber am Samstagabend was mehr machen. Fünf. Ich habe keine. Hä? Hä, warum denn fünf? Nichts. Was heißt das hier? Oh Gott, ich bin sowas von tot. Na, wäre ich jetzt besser auf Single Target gegangen, okay. Zwei. Hey, warum habe ich gerade fünf bekommen? Kriegsmeuteruf. Ja, ich weiß ja nicht, das mit diesen Sturmgeistern, das ist aber. Gar keiner. Ja, weiß ich nicht. Hm. Also es ist natürlich schon echt heftig, 500 zu sammeln. Okay, wie dem auch sei. Was wir jetzt zuerst machen, wir gehen mal nach Tanaris. Ich habe gestern nochmal eine erweiterte Auflistung dessen gesehen, was man schon ab gestern oder seit gestern machen kann. Und man kann bei Tanaris wohl eine Aufgabe bei einer Draktür annehmen, die einem eine portable Bank ermöglicht. Also eine mobile Bank, mehr oder weniger. Also portable Bank ist sogar besser. Wir gucken mal, ob das so stimmt. Nach Tanaris kommen wir ja ganz gut über Sturmwind. Das ist gar kein Problem. Zack, und rein da. Ich denke mal, morgen werden wir auf jeden Fall was anderes streamen. Außer ich habe gleich so Bock. Wir können auch gleich mal mit dem Paladin reingehen in Mythic Plus oder so. Ja, müssen wir mal gucken, was wir jetzt die nächsten zwei Stündchen machen. Ich bin offen für alles. So, Tanaris da hinten, da vorne.
Oh yeah. So. Und hier, da. Kriegsmeute. Gemeinsame Kriegsmeute. Hey Leute, ein paar Freunde und ich haben uns zu einer Kriegsmeute zusammengeschlossen und wir arbeiten an etwas, das es uns einfacher machen wird, zusammenzuarbeiten, selbst wenn wir getrennt sind. Wir brauchen nur ein wenig Hilfe beim letzten Schritt. Trefft uns in Gadget-Zahn, wenn ihr einen Moment Zeit habt. Wo habe ich denn die Aufgabe her? Ja, willkommen in Tanaris, da ist auch das Schwert von Sargeras, das seit ein paar Jahren da rumsteckt. Ah ja. Ja, also das ist Classic. Ne? Tanaris ist Classic. Also wer Tanaris nicht kennt, kann ich euch nicht helfen. Ich habe Tanaris schon mehrmals gequestet. Verrücktes, aber geiles Gebiet. Vor allen Dingen in Classic. Die Himmel rufen mich. Ah, ich danke euch fürs Kommen, Leuna. Lebt wohl. Es gibt viel zu entdecken. Ein guter Tag, um mit Freunden unterwegs zu sein. Findet Stärke in Einigkeit. Ich werde hier fragt euch, woran wir arbeiten, hm? Wir machen den Zugriff auf unsere Kriegsmeutenbank von überall möglich. Niti nennt es den Entfernungshämmer der Kriegsmeutenbank, bis mir ein spaßigerer Name einfällt. Allerdings brauchen wir ein wenig Hilfe mit der Fertigstellung. Um dafür zu sorgen, dass wir von verschiedenen Orten auf unsere gemeinsamen Vorräte zugreifen können, brauchen wir Portale. Und wir haben hier unten ein paar ungewöhnliche Teile aufgespürt. Wenn ihr uns ein paar Scans der lokalen Anomalien besorgen könntet, wäre das eine große Hilfe. Möge unsere Suche fruchtbar sein. Klippi, Kraller, Erdsturm, Arnott, Granvin. Gastwirt, Zisch, Grimbel. Schön. Korgi? Blau lässt die Hunde des Krieges los, die nach vorne stürmen und Gegner in ihren Weg. Was? Es ist eine Welt der Wunder. In der Wüste, die hier in der Nähe ist, läuft ein ganzer Haufen halb teleportierter Kreaturen herum. Ich meine, auch nur ein solches Wesen wäre bereits überraschend, aber aus irgendeinem Grund sind es eine ganze Menge. Sie machen keinen besonders freundlichen Eindruck, aber ich wette, dass wir aus ihrem Unglück lernen können, damit der Kriegsmeutenbank Entfernungsunterdrücker unsere Beute nicht in einen Baum teleportiert. Seht nach, ob ihr etwas finden könnt, das uns hilft zu verstehen, was schiefgegangen ist. Es kann doch niemand einfach per Zufall teleportiert werden, nicht wahr? Auf bald. Wer weiß. Klippi. Okay, schön. Gucken wir uns an, oder? Ja, Gadgetzahn. Ist, wie gesagt, das ist... Habe ich sogar in Classic gelevelt. Und das war richtig schwer sogar. Ja, Dämonenjäger, Mann. Reibt's mir nicht unter die Nase. Ich bin kurz davor zu sagen, wir zocken Dämonenjäger im DLC. Schön, kleine Werft hier. Was ist denn hier los? Was will ich denn von denen überhaupt? Gegenstände sammeln, aha. Räumliche Rückstände. Partikel aus glitzerndem Staub verschwinden ständig in kleinen Blitzen von Magie und tauchen wieder auf. Okay, irgendjemand hat hier die Interteleportale... Diese Felsen gehören den Drogbar! Was? Das ist zu weit entfernt. Also irgendjemand hat die teleportale Ordnung gestört. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, sind ein paar Spieler hier, ne? Mhm. Ich habe aber doch nicht immer noch das Item, oder? Von damals? Nee, warum hatte ich denn gerade die Flügel von Furorion aus? Ah, ich frage gar nicht erst. Ich habe kein Ziel.
6 von 8. Ich muss zuerst etwas anvisieren. 7 von 8. Ich brauche ein Ziel. Und schade. Und 8 von 8. Okay, wir haben also teilweise teleportierte Murlocs, Kobolde, die von verschiedenen Orten aus Azeroth hierhin teleportiert wurden. Das ist ja besorgniserregend und wild irgendwie. Okay, gehen wir mal zurück nach Gadgetzahn und berichten mal, was wir hier vorgefunden haben. Voll geil gemacht hier mit dem Schiff. Ich sag's ja immer wieder, man kann auch wirklich stundenlang einfach nur Charaktere spielen und leveln. In alten Gebieten. Also man könnte jetzt einfach sagen, ich mache mir einen Draenei-Schaman und queste einfach Tanaris. Es ist halt, WoW bietet endlos viele Möglichkeiten, sagen wir es mal einfach so. Unabhängig vom aktuellen Content mit PvP, PvE, Mythic, Raid und Schlachtfelder und es ist vom Umfang her wirklich genug, um nichts anderes mehr spielen zu müssen. Wir haben lange genug geschlafen. Das sind mal glitzernde Daten. Klare Himmel. Ah, irgendwelche Hinweise, was mit den Wesen los ist? Na, gut gemacht. Ich bin mir nicht sicher, was es ist, aber es hilft bestimmt. Lebt wohl. Wir sind richtig in Fahrt. Während ihr weg wart, haben wir eine noch Anomalie. Anomalie erfasst und sie ein kleines Stück östlich der Stadt verortet. Wir haben dort bereits ein brandneues transpositionale Signalrekombobulierung eingerichtet. Ja. Aber ich wollte sie nicht ohne euch starten. Schließlich wart ihr uns eine große Hilfe. Ihr müsst euch lediglich einwählen und den Schalter umlegen. Das sollte selbst ein Kind schaffen. Und Kinder sind, soweit ich weiß, nicht sehr clever. Niti sagt, dass es eine gute Wahrscheinlichkeit gibt, dass etwas Kataklysmisches passieren wird. Also weiß ich, dass nichts Schlimmes passieren kann. What? Also blau, du bist ziemlich blau, kann das sein? Ach, hier ist Niti. Du bist so klein, ich habe dich gar nicht gesehen. Und hier ist Berkeley. Was führt euch her? Der Corgi. Ah, okay. Mhm. Ja, Können wir für eine Corgi-Armee? Ich sag gar nichts. Boah, voll der dreidimensionale Schuh hier. Schön, euch zu sehen. Schönen Tag auch. Man sieht sich. Ja, ja, ciao. Weg hier. So, Gadgetzahn war sehr lustig während War of the Lich King, dem Release, als hier dieses Event war. Okay, wir müssen also jetzt nur einen Schalter umlegen und Hebel umlegen, Schalter, Knopf drücken, irgendwas in der Richtung und es geht hier richtig ab. Hey, Leuna! Ihr müsst nur auf den Startknopf drücken. Mhm. Leute, wir haben ein Problem. Ich bin selber hier. Okay. Einfach mal gegen sich selber kämpfen. So viele Möglichkeiten. Gut gemacht. Nicht das, was ich erwartet habe. Aber ich muss sagen, der Schnurrbart hat mir sehr gut gefallen. Welcher Schnurrbart? Findet Stärke in Einigkeit. Jetzt, da wir so viele Transpositionsdaten haben, wie wir uns nur erhoffen konnten, müssen wir nur noch ein Wurmloch in einer geeigneten Bank einrichten. Dann können wir uns schon bald gegenseitig Ausrüstung vom Feld direkt in die Tasche zuwerfen. Und zufälligerweise gibt es hier in Gadgetzahn eine passende Bank. Wenn ihr schon mal dabei seid, könnt ihr auch euer eigenes Portal einrichten, um von überall auf eure Kriegsmeutenbank zuzugreifen. Das wird so praktisch. Auf bald. Kann's kaum erwarten, all mein Erz für euch bei der Bank loszuwerden, Klippi. Meine Schmiedekünste sind so nicht zu gebrauchen, doch das Schwert, das ihr für Arnold gefertigt habt, ist fast so scharf wie Rivet. Und blau, ich hinterlasse euch sämtliche Post, die ich dort drinnen für euch und Kralla finden kann. Sämtlicher Stoff gehört mir und sagt Bescheid, wenn ich etwas für jemanden verzaubern soll. Man kann nie genug üben.
Es ist wieder ein schöner Sidekick, oder? Dass wir jetzt hier wieder über die Quest so ein bisschen die Funktion der Kriegsmeutenbank und die Vorteile der Kriegsmeutenbank erklärt bekommen. Dass wir dann natürlich die Berufe, die verschiedenen Ressourcen der Berufe untereinander austauschen können. Ja, ganz schön vergiftet hier. Okay, wir gehen in die Bank und müssen jetzt hier nur noch irgendwie ein Wurmloch installieren. Das ist ja... Junge, wir hatten den Bankier umgebracht. Matrix positionieren. Oh Mist, das sollte nicht passieren. Ich versuche, eine Bank zu verwalten. Hurra, und niemand ist auch nur ein Fitzelchen passiert. Wir müssen niemandem davon erzählen, oder? Der Bankier ist tot. Also ich meine, er war schon tot, aber... Aber er ist noch... Zeit ist Geld. Bleib sauber. Okay. Wir tun mal so, als wären die alle noch am Leben. Alles gut. So. Leute, ich glaube, wir haben es geschafft. Wie geht es euch? Ein paar Problemchen, aber nichts, was nicht durch gute, altmodische Teamarbeit gemeistert werden konnte. Wir waren großartig. Entfernungshämmer der Kriegsmeutenbank. Beschwört ein persönliches Portal direkt zu eurer Kriegsmeutenbank, das 10 Minuten lang Entnahmen und Einzahlungen ermöglicht. Seid kühn. Wie sich herausstellt, waren die Freunde, die wir unterwegs getroffen haben, die wahre Belohnung. Na schön, das und die Fähigkeit, Löcher durch den Raum zu schlagen, um von überall aus auf unsere Bank zuzugreifen. Aber in erster Linie die Freunde. Und außerdem scheint sich die Kriegsmeutenbank schneller aufzustocken, je mehr Leute sie benutzen. Die Magie der Freundschaft ist also vermutlich eine kalte, harte Wissenschaft. Oder so ähnlich halt. So funktioniert keines von diesen Dingern. Die Waffe, die ihr für Klippi... Das Schwert für Klippi ist fast so scharf wie Arnold, hat sie gesagt, ne? Ja, okay, geile Aufgabe. Ist wieder schön. Also finde ich viel, viel besser, als zu sagen, hier habt ihr ein Feature. Bam. Ne, so... Hier, fang. Neues Handy. Bam. Sondern, hey, ich stelle dir das neue Handy vor mit seinen tollen Möglichkeiten, die es bietet und keine Ahnung. Ne? Cool, finde ich super. Habe ich das jetzt gelernt oder wie ist das? Ich bin wieder fleißig dabei, hier die Pandaria-Sachen zu sammeln, ne? Na, man sieht's. Langsam, aber sicher. Okay, okay. Hier. Kann ich das als Favorit oder? Nee. Ach so, es hat direkt eine 2-stündige Abklingzeit. Das ist ja schön. Cool. Okay, also in 2 Stunden können wir uns das angucken. Super. Okay, das war Gadgetzahn. Das war die kleine Aufgabenreihe. Fand ich süß. Fand ich süß. Warum nicht? Warum nicht? Denkt dran, nächste Woche startet erst das Event. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen Vorgeplänkel für das Pre-Patch-Event. So, ich bin wieder da. Ich weiß, ihr habt mich alle total vermisst. Jetzt ist wieder meine Frage. Das ist so doof, ne? Ich glaube, nur alle 2 Stunden ist die, ne? Die Belagerung. Wie komme ich an meine 500? Sonst google ich das gleich nochmal. Ja, aber ich muss mir das nochmal überlegen. Also Dämonenjäger gefällt mir halt vom ganzen Kämpfen so gut. Aber andererseits ist Druide halt auch echt geil, ne? Und meine Jägerin und Paladin. Ich habe auch überlegt, ob wir einfach wieder meine Blutelfe nehmen. Das hat ja damals sehr gut funktioniert. Die Magie in dieser Gegend ist außer Kontrolle. Diese Instabilität ist eine Bedrohung für unsere Verbündeten. Sorgt für Ordnung! Thank you.
Oh mein Gott, what? Wow, 2. Ah, das kann es aber halt nicht sein. Also es wäre ja absurd. Habt ihr Bock? Ah, das habe ich doch auch deaktiviert, glaube ich. Aber wie geil ist das denn? Einfach Streifenmuster. Will jemand? Irgendjemand? Vielleicht? Ach so, mein Schmuckstück macht die Effekt. Ich wollte schon fast sagen. Das ist ja, glaube ich, von dem Ring, den es damals bei Malfurion gab. Jetzt haben wir 17. Also das kann es nicht sein. Also das wäre absurd. Übrigens hier die Pfeife von Katie Quetschpfeife, oder wie die heißt, die hat man ja auch über eine Nebenaufgabenreihe bekommen. Eine recht lustige Nebenaufgabenreihe sogar. Es gibt einige magische Anomalien im Eis hier. Ach, na leider. Würdet ihr hochklettern und einige Proben für meine Forschung sammeln? So, was ist jetzt hier los? Spieler oder so? Da ist der Schmiedemeister. Ist der das, der angeblich so viel droppt? 1. Wow. Okay. Toll. 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 Kann ich wahr sein. Nur Scheiße. Entschuldigung. Aber eine neue Vorlage. Neunundvierzig? Hä? Ah, okay. Aber dafür muss man die Dinger sammeln, glaube ich, ne? Okay, man muss aber hiermit interagieren, damit er kommt, wenn ich das richtig verstehe. Und dafür braucht man was? Ja, die habe ich nicht. Fünf Schutze von Fyrak. Ich bin außer Reichweite. Okay. War das nicht irgendwie so? Wir haben einen. So, und es war doch so, dass man...
Ich muss zuerst etwas analysieren. 2. Von. Da ist er wieder. Irgendjemand hatte wieder 5. Okay, das ist ja komisch gemacht. Ja, Leute, helft doch! Und was wollt ihr hier, hä? Aber gibt's denn eine... Ich hätte gerne eine logische Erklärung, warum der so extremst viel davon droppt. Na, er ist schon wieder da. Okay. 3. So, wo konnte ich die nochmal umwandeln? Das ging doch auch irgendwo, oder? Hier, glaube ich. Konnte ich daraus nicht die anderen machen? Jetzt habe ich 2 bekommen. Jetzt habe ich... Habe ich jetzt 5 oder 4? Ich habe 4. Okay. Ich muss näher ran. Okay, ich glaube, die haben wieder genug. Ich bin außer Reichweite. Nicht? Schade. Ich muss näher ran. Komm her, Primalist. Ich bin komplett. Fyrak ist erwacht. Komplett verwirrt. Das ist zu weit entfernt. Ja, jetzt haben wir das bekommen. Wie viel haben wir denn davon? Oh. Leute, wartet mal kurz, ja? Ich kann es auch einmal machen. Aber müsst ihr mir helfen? Ich hab doch 6. No, hä? Jetzt ist der hier erschienen. Aha. Okay. Okay, und der Gegner kam jetzt hier, weil ich das gemacht habe. Ja, was war das? Schattenflamme, okay. Weil ich das umgewandelt habe. Leute, ich habe 5. Hilfe! Ist das gewollt, dass der das so in so einer hohen Anzahl verliert? Ihr wagt es, aus meinen Tiegeln zu stehlen. Ich komme euch holen, kleiner Würmer. Also Fyrak, ich... In Flammen sterben. Fyrak, ich will doch nur die Sachen sammeln für die Vorlagen, Mann. Gehst gar nicht... Außerdem bist du schon längst tot.
verdammte unlogische Spielwelt. Schwört denn jetzt dauernd jemand oder kommt der einfach? Ich verstehe halt gar nichts einfach. Ich ganz ehrlich, warum versuche ich es überhaupt? Ich muss zuerst etwas anvisieren. Wie viel habe ich davon? 3. Schon wieder. Okay, also die farmen das wirklich, damit der kommt. Und sammeln dann von ihm, ne? Ihr wisst schon. Oh, sorry. Ah, ist nur 29. Da muss man ja froh sein, wenn man es jetzt noch macht, während das so hoch gedroppt wird, ne? Übrigens, ganz lustig ist hier der Besen. Oh. Ich muss näher ran. Schon wieder? Hä? Wer hat denn dauernd so viel davon? Hä? Ich verstehe. Oder ich verstehe nicht, wie man das farmt aktiv. Wo ist Fyrak? Man weiß es nicht. Ich müsste erst etwas anvisieren. Aha. 420. Und da ist er ja. Hallo Fyrak! Junge, schon wieder! Hä? Wer beschwört ihn denn dauernd? Hey, ich verstehe gar nichts. Wer ist denn jetzt der Anhänger von Fyrak? Schatten. Schatten. Wie heißt sie? Schatten Isetal. Schatten Isetal? Ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. Das ist zu weit entfernt. Ich muss näher ran. Ja, ciao. Nichts. Also irgendwas stimmt da nicht mit den, mit dem Drop von den Sachen. Warum droppt das nur von dem hier? Es ist... It makes no sense. So Leute, wer hat nochmal Bock? Ich helfe. Ich meine, wir haben es ja auch einmal gemacht. Immerhin.
Ja, dieser Strahl. So ein bisschen StarCraft-mäßig, ne? Ich brauche ein Ziel. Noch 11. Ich habe kein Ziel. Hier. Mhm. Oh. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Also jetzt kann ich hier wieder... Hier. Habe ich nur 2 bekommen. Jetzt habe ich 4. Shit. Was ist? Das wäre jetzt auch unverschämt schnell gewesen. Okay. Wir haben... Ach, come on. Also ich... meine, wir haben sie jetzt auch fast zusammenbekommen. Nochmal. Aber auch nur fast. Jawohl. Hä? Ich habe gar nicht fertig gelootet. Also Leute, ich bin dann weg. Ja, vielen Dank für eure Hilfe und so. Und, alles, ciao. Ja, also ganz komisch. Also es ist wieder so, das ist für mich wieder jetzt nicht verständlich, was zum Teufel, na, ihr wisst schon. Okay, wir gucken mal kurz. Also hier ist jetzt ja nichts, genau. Das Essen ist auch rum. Könnten Zeitriss machen, aber da habe ich mit ihrem Ruf, glaube ich, voll, ne? Der ist auch schon rum, so gut wie. Das ist ja auch, sieht man doch gar nicht mehr, oder? Den Ruf bei... Komplett verwirrt schon wieder. Aber, cool, wir haben es geschafft. Schön. Ein wenig stickig hier drin, nicht wahr? Ah, ich glaube, der Greif hat... Wie vermisse ich die freien Himmel des Hinterlands? Ah, ich glaube, der Greif vertraut mir allmählich. Verlangt meine Anwesenheit. Na, wenn das mal nicht was ist. Ihr habt, lieber meinen Greifen reiten. Ihr habt wirklich gelernt, den Sturm in euch zu meistern. Wenn das nicht beweist, was für eine herausragende Greifenreiterin ihr seid, dann weiß ich auch nicht. Und das ist noch nicht alles. Wie ich sehe, strotzt die Rüstung, die ich euch gegeben habe, jetzt vom Herz des Sturms. Interessant. Ihr seid wirklich die Meisterin der Stürme, Leuna. Was auch immer als nächstes kommt, ihr seid bereit. Ihr seid... Was auch als nächstes kommt, ich weiß, ihr könnt es mit eurem Greifen überstehen. Wahre Partner bis ans Ende.
Ach man, dieser blöde Spam-Chat, ne? Hörst du mich, du Vogel? Zwing mich nicht, da raufzukommen, hat er geschrien. Okay. So, also, ursprünglich hatten wir ja mal... Oh Gott. Hä? Wir hatten Gold und Donnernd. Das sind die ursprünglichen, die wir freischalten konnten, dadurch, dass wir The War Within vorbestellt haben. Neu sind jetzt einmal Tiefe und rasende Tiefe. Also genauso wie hier Gold und Donnernd gibt es jetzt Tiefe, rasende Tiefe. Dann haben wir Champion. Funkensprühender Champion, also so die donnernde Variante. Silbern, auch sehr schön. Und schockierendes Silber. Cool. Haben wir dadurch jetzt alles? Wir haben den Tresor, in 2 Stunden können wir uns den nochmal angucken. Und ich glaube, beinahe... ich meine schon. So. Sollen wir einfach mal Führer machen? Just for fun? Vielleicht droppt ja... Kann das überhaupt droppen? Extrem selten. Naja. Hätte ich jetzt auch von der vom Hochlandtransmog gedacht. Wir haben übrigens auch hier, ne? Denk dran. Kann jetzt auch offiziell fliegen und durch die Luft springen. So. Zeig mal her. Hochlanddrache. Große Punkte. Streifen. Wie geil. Kleine Punkte. Was sind hier kleine Punkte? Ach Gott, am Hals. Kleine Punkte, große Punkte, Streifen, kein Muster. Geil. Für mich ist immer Weihnachten. So, wir haben auch noch Polly Roger, ne? Denk dran. Kann der andere Papagei jetzt auch? Wir haben ja 2 Papageienreittiere bekommen. So. Hier. Do you can fly too? Yo, nice. Polly Roger war ja so 39, also deutlich schwerer zu bekommen. Ja, wir haben Plunderstorm hier offiziell durchgespielt. Bin ich auch sehr froh, dass wir das gemacht haben. So, wir specken uns um auf Heilung und gehen einfach mal als Healer rein. Ich kann zwar nicht heilen, aber... Aktivieren. Ihr fliegt. Also ich gebe irgendwie mein Bestes und so, ne? Healer. Heal, Healer, Healer. General? Hä? Cool. Klappt ja nicht mal mehr, was ich hatte. So, wir gucken mal einfach jetzt rein. So. Okay, Baumrinde ist vielleicht auch nicht verkehrt, wenn ich selber mal angegriffen werde oder so. Hier Massenumschlingung, warum nicht? Anregen. Okay, ist auch so ein Supporter-Ding. So,
So, und hier habe ich jetzt dieses Gelassenheit. Okay. Top. Ich bin vorbereitet. Wir gehen in Raid. Ganz ehrlich, bei LFR passiert ja eh nichts. So, okay. Also, wir machen so ein bisschen heilen und bam und heilen. Alles wird super funktionieren. Okay. Ansonsten überlege ich gerade. Also, ich habe ja schon gesagt, wir können natürlich einfach mit meiner Blutelfe reingehen und ein bisschen Mythic Plus machen. Aber ich denke mal eher, dass wir morgen Abend dann Shadow of the Erdtree spielen und ich... Ach, Mann. Wahrscheinlich dann den letzten großen Boss machen. Und ich will's halt nicht. Ich will nicht, dass es endet. Das ist so doof. Das ist mir halt jetzt letztens wieder bewusst geworden. Ich meine, ich habe schon überlegt, dass wir danach einfach Dark Souls 1 oder Dark Souls 3 spielen können. Aber, na gut, wenn jetzt im August, das ist ja auch schon nächsten Monat, also... Wenn der Release ansteht von The War Within, werden wir natürlich erstmal nur The War Within streamen. Das erübrigt sich ja, dann werden wir jeden Abend schön streamen zusammen. Aber Elden Ring war 2022 für mich ein Spiel, was mir durch eine sehr schlimme Lebensphase geholfen hat, was mich immer wieder abgelenkt hat. Und ich glaube, deswegen wird es für immer so wichtig sein. Und dann jetzt den DLC spielen zu können, obwohl ich auch eineinhalb Jahre lang oder so gedacht habe, oder ein Jahr lang gedacht habe, dass es gar kein DLC geben wird, ist schon cool. Deswegen ist es so etwas emotional, dann morgen zu sagen, hey, ich schließe das ab. Ist nicht so von jetzt auf gleich, sondern ist schon was Bedeutsames. Gut, haben wir irgendwas, was wir machen können um halb? Ich glaube nicht. Ist auch alles erweckt, ne? Wir bekommen überall guten Loot. Mein Item-Level ist natürlich auch ein bisschen schlecht. Okay, hat sich denn jetzt hier irgendwas bei der Bank verändert, dadurch, dass wir diese... das was freigeschaltet haben? Neue Besucher sind gern gesehen. Was heißt das? Ich finde aber auch, ich habe so ein leichtes Rauschen, also schon recht lautes Rauschen bei mir im Mikrofon drin, wenn ich rede. Also ich finde es schon beinahe störend. Gut, wir haben noch diese Barren und schauen mal, ob wir die noch gegen coole Items, gegen gute Items auslegen können. Ist ja, wir haben ja sogar ein recht schlechtes Item-Level. Ich habe alle Zeit der Insel. Was? Wie viele haben wir? Zwei, ne? Drei. Auf baldiges Wiedersehen. Wie spät ist es? Nutzt eure Zeit weise. Es gibt ja leider keine Rüstungen hier, ne? Es sind nur Zeit, Schmuckstücke und... braucht. Aber immerhin neuer Stab. So, wir können immer schauen wegen dem Aufwerten. Da habe ich auch gar keine Ahnung, wie viele Steine habe ich denn überhaupt. 900, naja. Hallo? Es gibt viel zu entdecken. Ja, let's go, huh? Ja klar, drauf da.
So, und dann können wir auch gerne nochmal gucken, ob wir oben irgendwas nochmal umwandeln können in so ein tolles Set-Item. Bei Tierhold, wenn wir eh jetzt hier warten, why not? Also ich habe keine Ahnung, ob ich ein guter Heiler bin. Ich meine, in Dungeons komme ich durch, aber ich kann das auch schwer beurteilen, aber auf... Ich habe meine Fähigkeit gar nicht unten drin, oder? Huch. Wie finde ich das denn jetzt? Wo war das nochmal? Hier. Sammlungen. Reittiere. Ich weiß nicht. Hey, warum habe ich denn die... Ich bin verwirrt. Die Fähigkeit fehlt doch, durch die ich dreimal hier Dings bekommen kann, oder? Geil. Sogar eine neue Vorlage. Okay. Set bei 2. Eure Fähigkeit Pflege. Pflege. Geil. Pflege. Erblühen, Wildwachs, Verjüngerung. Pflege, keine Ahnung. Zack. Geil. Cool. Wenn Freizaubern verbraucht wird, löst Nachwachsen jetzt auch Pflege. Okay. Okay, Pflege ist... Ah, ich glaube, ich weiß, was es ist. Wenn ich zweimal diesen einen Effekt wahrscheinlich, ne? Eieiei. Ah, die werden zu blöden Stiefeln. Die auch. Das Leuchten ist geil. Aberos Schmelztiegel der Schatten. Stimmt, aber cool. Zack. Aber genau das, was ihr sucht. So, mal gucken, ob das jetzt so gut funktioniert, wie es so funktionieren soll. Wenn ich hier jetzt reingebe, Pflege, kommt gar nichts. Geil. Na gut, wäre vielleicht doch zu einfach gewesen. Wird er gerade angegriffen? Mir fehlt nämlich noch ein... What? Noch weiter unten. Hä? Hier. Einen schaffe ich alleine halt nicht. So, Bearbeitungs... Nee, nee, ich muss jetzt mal... Jetzt wirklich mal gucken, wie ich das ausbekomme mit dem... Addons... Nee. Optionen, Addons... Das ist ja Silver Dragon...
Scanning, Click Target. Ich will einfach nur, dass keine Einblendungen kommen, Mann. Ist das... Leute, ich kann euch heilen! Komplett unnötiges Speck gerade. Ist hier unangenehm. Ist das eine neue Animation? Ich glaube schon, oder? Schade. Weiter unten? Aber nicht so weit unten. Ach du, Überladener, du bist der Boss. Quest. Okay. Ja, hier komm jetzt! 4 Minuten Durchschnitt, Mann. Ich brauche eine Gruppe. Ja, und dann sind wir mal durch. Also ich glaube, rein inhaltlich haben wir dann jetzt alles gesehen. Wir haben den Tresor geholt. Wir haben also die Kriegsmeutenbank. Es ist kein Tresor, es ist eine Bank. Wir haben die Vorlagen noch freigeschaltet. Cool. Cool, cool, cool. Wie sieht denn das hier aus eigentlich? Können wir schon so ein paar Vorlagen uns angucken? So Richtung Schwerter und so? Ja. Tatsache. Ah, das sind jetzt die ganzen leeren Sachen, ne? Ich sag nur. What the fuck? Für eine Lernelfe. Das ist so nice. Einfach ein Lernelfenbogen. Es ist halt. Gold. Gold, Gold, Gold. Wunderschön. Das könnten, das sind schon vielleicht eine längere Zeit mit die geilsten Schwerter, die es gibt. Aber 2 Schwerter wahrscheinlich wieder nichts. Like ever. Ist ja gar nichts neu, oder? Wenn das einfach ein Recolor von dem Schwert von, Plunderstorm, mich könnt ihr nicht täuschen. Ah, wie scheiße ist das denn wieder? Da kann ich schon wieder aufregen, ne? Also ich meine, das sind so geile Schwerter. Warum gibt's das nicht in ein bisschen größer, so dass Blutelfen das auch nehmen können. In ein bisschen größer und dann auf dem Rücken halt, als Zweihänder. Das einfach in etwas größer für den Rücken, in all den Farben hier. Das wäre so geil. Dann geht man auf 2-Hand-Schwerter und nichts!
Die machen echt ein komplettes Recolor-Set da vorne in den Handelsposten. Das hier abgefahren. Da habe ich ja nicht mit gerechnet. Krass. Ich meine, wir haben so Original. Aber ist krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja. Was ist mit Stäbe? Haben wir schon geguckt. Stangenwaffen, Armbrüste. Aber es gibt eine geile Armbrust sogar. Ja, ist aber ärgerlich mit den zwei Händern wieder, ne? Mann. Schusswaffen. Yo. Aha. Ja, die finde ich jetzt auch nicht so geil. Okay. Yo, okay, die ist... Oh, die ist auch geil. Mhm. Waffenkrieger, Blut, Lernelfer. Geil. Geil. Holy shit, ist die schön. Aber kein Zweihänder, es ist so schade. Aber wow, ist die schön. Also die sind... Wenn da, das toppt natürlich alles, ne? Also das ist... Das ist wirklich wunderschön. Und auch die Farben, ne? Schwarz, blau, also leere. So eisig, mega eisig. So feurig, blutig und pink. Mega geil. Ach, apropos pink, ich habe mir doch was gekauft, oder? Habe ich mir nicht was aus dem Handelsposten gekauft? Ach, es war, glaube ich, mit meiner Lernelfe. Okay, muss ich gleich mal gucken. Ja, Leute, 4 Minuten, Mann. Ich bin schon seit 20 hier drin. Was ist los? Da sag mal einmal, ich mache noch einen Raid hier im Stream und dann findet man keinen LFR-Raid. Obwohl man sich sogar dazu herablässt, Heiler zu spielen. Kann doch nicht sein. Ja. Ja, aber ich muss nochmal überlegen, mit welcher Klasse wir wirklich dann einsteigen. Ob ich wirklich sage Paladin, weil Paladin schon... Paladin haut halt schon rein für Tank und DPS. Hallo, willkommen im Livestream. Ja, das ist halt echt die Frage, ne? Also mit Druide ist natürlich Heiler geil. Ich mag den Druidenheiler, ich mag den Druidenbären auch. Aber DPS finde ich bei den Druiden halt schwierig. Jäger mag ich den Tierherrschaftsjäger sehr gerne, aber... Problem. Gibt keine Tank- oder Heilklasse, was für Dungeons ja ein bisschen langweilig ist. Paladin ist Tank und DPS geil. Den Heiler mag ich aber gar nicht. Dämonenjäger gibt's halt DPS und Tank, finde ich auch beides geil. Beim Druiden mag ich halt den Tank und den Heiler. Aber den Bären-Tank finde ich ein bisschen... Also ich finde den Paladin-Tank... zufriedenstellender, kann man das so sagen? Ich glaube schon. Mit dem Schildwurf und so, das fühlt sich schon sehr mächtig an. Na, ich muss nochmal überlegen, was wir machen. Also in welche Richtung wir gehen. Ob wir wirklich sagen, wir gehen komplett rüber auf wieder auf Paladin. Oder wir machen es einfach mit meiner Jägerin, weil das halt eigentlich mein gefühlter Main ist seit 2011, 12. Ah, ich weiß es halt nicht. Ich meine, Dragonflight mit Paladin hat mega Spaß gemacht mit meiner Blutelfe.
Wir haben ja auch damals sogar die Raids dann als Tank gespielt. Das war echt geil. Als DPS findet man halt auch keine Gruppen und so, ne? Und auch für Mythic Plus wäre Tank natürlich cool, wenn ich dann als Tank reingehe. Ja. Naja. Wie gesagt, da müssen wir mal, da muss ich mir nochmal Gedanken machen, wie, wo, was wir das machen oder ich das mache. Ob wirklich dann Druide die Wahl wird. Aber für einen Druiden ist dann halt die Levelphase ein bisschen langweilig, weil in der Levelphase wir dann... Ja gut, wir können natürlich hier unseren Gleichgewichtsdruiden spielen. Ich weiß es nicht. Ich bin unentschlossen. Komm, schauf, stöbert! Aber kann ich das jetzt nicht meinem Kriegsmeutenpartner einfach... Hey! Danke. Kann ich das jetzt nicht meinem Kriegsmeutenpartner irgendwie schicken? Die Vorlage wird der Sammlung hinzugefügt und Kriegsmeuten gebunden. Bis der... Ah, jetzt haben wir es gelernt, obwohl das eigentlich ja Platte ist. Okay. Dann kann ich das doch mit allen Sachen machen hier. Hat das geklappt? Ja, Tatsache. Ja, geil. Oh mein Gott. Finally. Ja, nice. Das habe ich alles nur dabei wegen den Vorlagen, Mann. Die Kopfbedeckung sogar hier. Nice, kann ich alles wegmachen. Cool. Ganz Inventarplatz. 9 Stück hatte ich davon übrigens. Hätte ich wohl nochmal beschwören können. Ja, ich muss wieder meine Inventarsverwaltung ist so eine Katastrophe schon wieder, ne? Alleine hier, es ist alles. Oh mein Gott. Aber ich glaube, von den Vorlagen her war es das. Oh, da kann ich geil alles verkaufen. Oh mein Gott. Die ganzen Inventarplätze frei. Wie schön. Ach, ihr wieder. Leider fehlt mir die Zeit, euch selbst auszulöschen. Kümmert euch um sie, Tindral. Und lasst sie ruhig leiden. Schreie werden Musik in euren Ohren sein. Ach, wie schön. Lebt wohl. Ich habe viele Glücksbringer. Wollt ihr einen? Okay, es ist so ein bisschen in Ordnung reingekommen. Immerhin. Geil. Eure Nützlichkeit ist vorbei. Achso, es geht schon los. Packendes Gewirr. Euer innerstes Chor. Erhebt euch aus dem Chaos. Die Himmel fallen. Astraler Bruch! Packendes Gewirr! Mhm. Euer Innerstes
fallen! Ja, Leute, ich bin eher so der Trägerheiler, ja? Ich bin nicht so schnell. Okay. Der Wind dient mir. Hey, ich brauche eine Feder. Hey, ich brauche eine Feder. Hey! Mein Gott. What the hell? Okay, ich glaube, die Druidengestalt geht nicht. Kann das sein? Reisegestalt. Aha. Lodernder Himmel. Ich bin gleich auch mal da, Leute. Alles gut. Ein paar fehlen irgendwie, kann das sein? Ich muss mir das hier in die Mitte machen, ne? Die Fensterchen hier. Okay, es geht wirklich nicht. Mhm. Lodernder Himmel. Also schlecht bin ich aber auch schon lange nicht mehr geflogen, wie hier. Ich bin außer Reichweite. Einen steifen Nacken vom ständigen nach links gucken hier. Packendes Gewirr. Die Himmel fallen. Astraler Bruch. Erhebt euch aus dem Chaos. Nice. Mein Volk enttäuscht. Asche zu Asche. So, wenn ihr sterben wollt, sucht mich auf. Ich erwarte euch an der Schwelle meines Aufstiegs. Ich wirklich so? Ich glaube, das ist für meinen Nacken auch gesünder. Ach, jetzt darf ich. Ich glaube, das ist für meinen Nacken auch gesünder. Hey, cool, nichts. Hängt aber ganz schön im Bild, ne?
Hm. Spürt den Biss von Fyralat. Sunder, der auf den Funken wartet, stirbt durch meinen Zorn. Es regnet Zerstörung. Sterbt durch meinen Zorn. Leute, ihr müsst dispellen. Ich kann das nicht alleine machen. Der auf den Funken wartet. Sterbt durch meinen Zorn. Der Traum brennt. Kann mal jemand bitte den Tank dispellen? Oh, hier 12. Oh mein Gott. Hier 10. Nice. Hier 6. Hab ich. Ja, solide Heilerleistung, würde ich sagen, oder? Ganz solide, gar kein Risiko, alles super. Mit Klaue oder Axt, ich werde euch zerfetzen. Amir Drassil darf nicht fallen. Gebt auf, Fyrak. Ihr könnt nicht gewinnen. Träumt weiter, Kind. Eure Mutter kann euch hier nicht retten. Es regnet Zerstörung! Amir Drassil darf nicht fallen! Flieht, Schwächlinge! Das ist zu weit entfernt. Ich mähe euch nieder! Unsere Leben gehören Amir Drassil. Ja, aber interessant, ne, wie easy das eigentlich ist. Wenn man da am Anfang dispellt, ist eigentlich echt alles gut. Ich brauche mehr Mana. What? Spürt den Biss von Fyralat. Leute, ich muss ein bisschen Mana sparen gerade, ja? Aber hier, andere Heiler haben das gleiche Problem. Spart euch mal meine Heilung auf jetzt. Ich muss ein bisschen sparen. Wird sich euch nie ergeben, Monster. Dann wird euer letzter Moment ein Albtraum. Sterbt durch meinen Zorn. Es regnet Zerstörung. Der Baum wird nicht fallen. Flieht, Schwächlinge! Ich mähe euch nieder! Mhm. Der Leben gehören Amir Drassil. Okay. Spürt den Biss von Fyralat. Amir Drassil darf nicht fallen. Amir Drassil steht unter meinem Schutz, Dämon. Was hat euer Schutz euren Kindern gebracht? Sterbt durch meinen Zorn! Flieht,
Schwächlinge. Jetzt können wir nochmal hier unsere Superheilung hier, Gelassenheit raushauen. Yeah! Das ist euer Ende. Ich bin die Inkarnation der Schattenflamme! Verbrennt! Ich werde euch verschlingen! Ihr stinkt nach Arm. Nice! Ja, super! Cool! Alex Strasser, was ist passiert? Etwas Unerwartetes. Drei. Na gut. Ja, aber das war doch cool, oder? Ich habe keine Ahnung, ob ich gut war oder nicht als Heiler, aber es macht auf jeden Fall Spaß. Aber ich würde tendenziell halt sagen, für The War Within sollten wir die Zielsetzung haben, dass wir in irgendeiner Art und Weise Richtung Tank gehen, um eben dann anleitend in Instanzen reinzugehen. Nicht als Heiler. Also entweder müssten wir Bären, Tank oder halt was anderes. Oder wir machen wirklich meine Blutelfe. Ich bin so unsicher, es ist so schlimm. Wir haben noch einen Monat Zeit, ich bin komplett unsicher. Jäger wäre halt nur DPS. Druide hat halt kein geiles DPS und mit dem Gleichgewicht komme ich nicht so richtig klar. Paladin ist echt geil. Aber mit dem haben wir Dragonfight schon gemacht. Dämonenjäger hat halt keinen Heiler, da müsste ich immer DPS machen. Aber im Druiden finde ich den Bären jetzt nicht so 100%, oder? Oh, ist das schwierig. Gut. Also. Das war's an der Stelle. Morgen Abend spielen wir Elden Ring Shadow of the Erdtree im Livestream und werden das mehr oder weniger zum Abschluss bringen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir vor nächste Woche Mittwoch nochmal einen WoW-Stream machen, entweder am Samstag oder am Sonntag, tagsüber oder abends. Und mit einem anderen Charakter noch was machen. Vielleicht mit dem Dämonenjäger mal Tank oder so. Vielleicht machen wir einfach mal mit meiner Blutelfe. Ne, mit der habe ich ihn schon gemacht, den Raid. Vielleicht machen wir einfach mal mit meiner Dämonenjägerin Fyrak als Tank. Let's try. Und einfach mal gucken, wie es ist. Keine Ahnung. Gut, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war jetzt die mobile Bank, die wir in Tanaris freigeschaltet haben. Das waren die Vorlagen, die man als Vorbesteller der Epic Edition zusätzlich noch freischalten kann. Durch den Pre-Patch. Und das war jetzt auch mal so ein bisschen Heiler-Gameplay. Ist auch mal schick. Und ja, wie gesagt, storytechnisch, inhaltlich geht es erst nächste Woche dann weiter mit dem Pre-Patch-Event, nächste Woche Mittwoch. Und meine Vermutung, wir werden bis dahin noch einen Stream machen und ein wenig mit dem anderen Charakter rumprobieren. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen und schaltet gerne morgen Abend ein, wenn wir gegen morgen Abend, vielleicht auch schon morgen gegen 15 Uhr, fällt mir gerade ein. Je nachdem wie müde ich bin, vielleicht 15 Uhr. Vielleicht sehen wir uns morgen um 15 Uhr schon zu Elden Ring. Und morgen Abend nochmal World of Warcraft. Das kann auch sein, dass ich morgen schon gegen 15 Uhr Shadow of the Erdtree stream. Wir gucken mal. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich riesig, wenn es weitergeht. Und ja. Macht mir auf jeden Fall eine Menge Spaß. Ja, wir müssen halt mal gucken, ob wir wirklich mal in die Seasons reinspielen. So Richtung Mythic Plus und so. Habe ich ja auch gemacht damals mit meiner Blutelfe. Ein bisschen. Ein bisschen. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.